Das Wort hat nun Dorothee Mantzner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, der Beitrag vom Kollegen Fuchs hat das eben deutlich gemacht, mit was wir es hier zu tun haben seit Tagen und Wochen, nämlich mit einer Panikmache bei den Menschen vor Strompreissteigerungen, Stromausfällen, vor unbezahlbaren Stromrechnungen. Dabei sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ein Umbau auf erneuerbare Energien wird durchschnittlich 0,2 bis 0,5 Cent mehr Kosten je Kilowattstunde nach sich ziehen. Wir sagen nicht, es kostet nichts, aber es ist ein sehr überschaubarer Betrag. Und ich habe mir gerade eben noch mal rausgesucht, wie sich der Strompreis in den letzten Jahren für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden entwickelt hat. 2001 kostete im Durchschnitt die Kilowattstunde 14,3 Cent und 10 Jahre später 24,9 Cent. Wir hatten also viel, viel stärkere Entwicklungen in den letzten Jahren, die auch vielen Menschen Probleme machen. Kollege Gysi hat es vorhin angesprochen, dass viele Menschen inzwischen schon längst Probleme haben, ihre Rechnung zu zahlen. Und das hatte nichts mit einem Umbau des Energiesektors zu tun, sondern es hatte mit Abzocke zu tun, mit fehlender Strompreisaufsicht und mit fehlenden sozialen Tarifen, die es in Ländern wie Belgien und Frankreich längst gibt. Und es hatte was damit zu tun, dass die Konzerne entsprechende Gewinne gemacht haben. Die großen 4 Energiekonzerne, und wir haben uns vom Wissenschaftlichen Dienst die Daten geben lassen von den 3 deutschen großen, E.ON, RWE und NBW. Und die haben in den letzten Jahren ihre Gewinne von ca. 10 Milliarden im Jahr auf 23 Milliarden im Jahr gesteigert. Und das zahlen die Kundinnen und Kunden. Und womit? Mit der Stromrechnung, das habe ich eben erläutert. Und jetzt erleben wir, dass wir nicht einen schnellstmöglichen Ausstieg kriegen, sondern ein Jahr 2022, ein Jahr, was keiner der Wissenschaftler und der Sachverständigen vorgeschlagen hat. Die Begründung, wieso erst 2022, findet sich aber in Ihren Texten. Da sagen Sie nämlich, dass nicht nur die Abschreibung, sondern auch angemessene Gewinne zu berücksichtigen sind. Und deswegen kommen Sie auf das Jahr 2022. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit Wochen und Monaten, und zwar nicht erst seit Fukushima, sondern auch schon anlässlich der Laufzeitverlängerung, demonstrieren Tausende, Hunderttausende von Menschen mit einer Forderung, die sehr legitim ist, mit der Forderung nach dem sofortigen Ausstieg. Weil sie wissen, jeder Tag Betrieb ist ein weiterer Tag Gefahr. Sie wissen, dass der Block 1 in Fukushima Ende März hätte vom Netz gehen können. Das ist einer der Blöcke, die heute mit einer Kernschmelze zu kämpfen haben, wo wir bis heute nicht wissen, wie umfänglich die Gefahren sein werden und wie groß die Folgen und wie viele Tausende von Toten und wie viele Hunderttausende von Krebskranken das alles nach sich ziehen wird. Die Menschen fordern also sehr berechtigt einen sofortigen Atomausstieg. Und wenn wir hier über Daten, über Jahreszahlen diskutieren, dann ist es die Abwägung zwischen dieser sehr berechtigten Forderung und anderen Interessen, nämlich nach einer sicheren Stromversorgung und bezahlbaren Strompreisen und dem Zeitraum, wie dieser Umbau auch passieren kann. Da gibt es Gutachten, und das ist sehr deutlich geworden die letzten Wochen, die nennen Jahreszahlen zwischen 2013 und 2017. Aber Sie kommen zu 22 und feiern das als eine große Errungenschaft. Ich erinnere daran, da waren wir vor einem halben Jahr schon mal. Und ich möchte an der Stelle dann auch nicht verschweigen, dass mit mir viele damals diesen rot-grünen sogenannten Atomausstieg auch zu lange fanden und als eine Laufzeitgarantie empfunden haben, die mit den Konzernen verhandelt wurden. So, jetzt sagen Sie 2022 in der Hoffnung, dass Sie damit keine Klagen bekommen. Aber wir haben gestern gehört, dass es Klagen geben wird. Und wir haben auch es als Drohung empfunden, als in der Anhörung der E.ON-Vertreter sagte,
Wir werden diese Schäden, nämlich diese Vermögensschäden, konkret beziffern und mit der Bundesregierung erörtern und auf Gespräche setzen, um juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Also, Sie wollen weiterkungeln und wollen Entschädigungen. Und dabei wissen Sie, und zwar sowohl die Koalition als auch die Konzerne, dass bei der Überwiegung des Allgemeinwohls es nach einem Verfassungsgerichtsurteil von 1991 sehr wohl eine entschädigungslose Enteignung möglich ist. Ich danke Ihnen.